Guten Abend, guten Morgen oder guten, wann auch immer ihr dieses Video anseht. Willkommen zurück zum Let's Play von Helden. Mal sehen, wo Jack aufgehört hat. Ah, von wegen mal sehen. Natürlich weiß ich es. Ich schaue seine Videos. Der Ingame-Sound ist mir gerade etwas zu laut. So. Es geht weiter. Wir sind auf der epischen Reise nach links. Nichts wie weg hier. Warte, keine Ahnung, wie ich die alle gesprochen habe. Sie sind doch alle blond. Was ist? Ich habe etwas gehört. Ist mir meine Stadt gemacht, weil sie verfolgt uns. Dann sollten wir erst recht hier verschwinden. Das Problem ist, dass diese dunkle Energie sich genau von dort, zu uns bewegt. Na toll. Hinter uns die wütende Meute der Garde und vor uns ein unbekannter Gegner. Was jetzt? Wo es einen Eingang gibt, gibt es auch immer einen Ausgang. Hallo Zen, bist schon wieder mit Blondinen unterwegs? Ist ja furchtbar. Dein Pseudo-Geschwaffel... dein Pseudo-Geschaffel bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ach, der Herr weiß also nicht, wie es weitergeht und schwingt große Reden. Vielleicht überlasst ihr das besser mir und meinem großartigen Spürsinn. Ich könnte... Schluss jetzt. Wenn du weißt, wo es einen Ausgang gibt, solltest du es uns sagen, bevor es zu spät ist. Dann muss ich euch enttäuschen. Verflucht. Wir scheinen wohl umzingelt zu sein. Was für ein Pech. Oh, wie schade. Wie kannst du in solch einer Situation so ruhig bleiben? Steckst du mit denen unter einer Decke? Das soll ein schlechter Scherz sein. Nicht für alles Geld dieser Welt würde ich mich mit diesen Schwänzen... anschließen. Oh Mann. Pass gefälligst auf, was du sagst. Oder was? Wollt ihr mich genauso vermöbeln wie in Distel? Wohl kaum. Ach, dort warst du also. Und? Hat Spaß gemacht? Was denkst du denn? Diesmal kannst du sogar gerne mitmischen. Mit dem größten Vergnügen. Du Großmaul willst mich also aufhalten, ja? Den Abmann überlasse ich gern dir. Inzwischen halte ich dir den Rücken frei, in Ordnung? Feigling. Warum so still? Wird dir etwa deine bevorstehende Niederlage etwa bewusst? Zweimal etwa. Er hat recht, unsere Chancen stehen nicht besonders gut. Dein Freund hier hat recht. Es ist besser, ihr gebt euch und beugt euch euren Schicksal. Vor allem, weil wir genau die gleiche Stimme haben, fällt mir gerade auf. Niemals. Wir haben das angefangen. Wir werden das auch zu Ende bringen. Davon abgesehen ist Tim mein Zwillingsbruder, falls du das noch nicht bemerkt hast. Du Strohhut mit Beinen. Was? Pete, bitte, mach nicht alles schlimmer, als es schon ist. Viel schlimmer kann es jetzt sowieso nicht werden. Außerdem habe ich keine Lust, mich wieder ohne Gegenwehr gefangen nehmen zu lassen. Welche überzeugende Worte, dann zeig mal, was du kannst. Pete, nicht. Er ist viel zu stark. Du hast keine Chance gegen... Du hast keine Chance, den Kampf zu gewinnen. Ich weiß, ist auch super. Aber wenigstens kann ich ihn aufhalten. Also verschwindet schon. Was? Ihr habt schon richtig gehört. Haut ab! In Ordnung. Gib auf dich acht. Werd ich. So dramatisch. Halt, stehen bleiben! Wo kommen die Bienen her? Keine Ahnung. Das nützt ihnen auch nichts mehr, wir schnappen sie ja doch. Mutiges kleines Bürschchen. Was ist mit dir? Hey, ich hab dir gesagt, ich halte dir den Rücken frei. Danke. Bedank dir lieber erst nachher, falls wir beide das überleben sollten. Schluss mit dem Gerede, zeig mir endlich, was du kannst. Aber immer noch. Oh Gott. Ja, und keine MP. Ich habe jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Frostbomb wirkt auf alle Gegner, ich sehe es. Zuerst die Wachen ausschalten. Wow! Au! Oh. Okay. Ich hätte jetzt trotzdem gerne
Silberling, halt alle im PHP. Aha, ja, hier. Auch wenn 500 echt übertrieben ist. Aber gut, was will ich machen? Und jetzt sollte ich mich noch fix heilen, sonst ist es nämlich gleich um mich geschehen. Wo habe ich angefangen mit Aufnehmen? Moment. Ah, okay. Passt, hab noch Zeit. Oh, verdammt. Nein! Was zur Hölle? Okay, das war jetzt Pech. Ups, nein, das war der falsche. Ah, was mache ich denn? Sollte ich mich konzentrieren? Ich riskier's noch einmal. Ich hoffe, ich überlebe das. Bitte kein Volltreffer. Oh, ein Train. Okay, Wurzelkraut? Nein. Wurzelkraut scheint mir übertrieben. Oh, wir haben nichts anderes. Gut, dann Wurzelkraut. Jetzt gibt's aufs Maul. Er liegt im Koma und kann mich angreifen. Hm? Hallo, du liegst im Koma. Ach. Oh Gott, ich bin heute echt geschafft eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, so zum Ausgang des Tages nehme ich doch noch was auf. Aber eigentlich war der Tag heute ziemlich anstrengend. Und ich bin einfach froh, dass ich daheim bin. Ich verschwende so viele... Oh! Es war gut, dass ich mich gerade geheilt habe. Stirb doch bitte. Ich möchte jetzt wegen dir nicht extra noch einen Vitaminsaft verbrauchen. Dankeschön. Er hört sogar aufs Wort. Ich habe Nord gelernt. Okay. Ah, wartet erst, bis ich Ost kann. Tim, Jonas, was macht ihr denn hier? Bin ich froh, dich zu sehen. Schön, euch zu sehen. Wir hatten schon gedacht, ihr kommt, Wir hatten schon gedacht, dass ihr kommen würdet. Kladde, wir lassen euch doch nicht im Stich. Ist es etwas, Moment, was laber ich denn mit der Stimme hier zurecht? Ist es etwa unsere Befreiungsarmee? Moment mal, was machst du hier? Also ich, er hat uns ja begleitet. Wenn du denkst, dass er uns verraten hat, irrst du dich. Wo ist eigentlich Tim? Er und ein anderer Junge, der uns begleitet hat, hielten den Hauptmann und seine Leute auf, damit wir fliehen konnten. Da lässt wir hin, retten wir sie. Warte, ich übernehme das. Aber Alan, du... Nichts da, aus dem Weg, rettet euch lieber selbst. Warum hat er rot geblinkt? I don't know. Ist er jetzt ganz verrückt geworden? Alan schafft der Junge das nie. Wir sollten hinterher. Und... Hä? Und auch um in den Händen der Soldaten zu fallen? Okay. Das ist keine gute Idee. Wir sollten lieber so schnell wie möglich über die Grenze. Nach Mexiko. Arriba! Ren, du weißt, wie wichtig es ist, dich nach Mercato zu bringen. Wir dürfen jetzt nichts riskieren. Ich weiß... Ich hasse Frauenstimmen. So, das wär's. Der macht sich nie wieder über mich lustig. Hast du es endlich genug? Ergib dich! Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Es sah so darauf aus, du solltest mal besser zielen lernen. Sieh mal an, wen wir da haben. Jetzt wird das Ganze vielleicht doch noch interessant. Du Mistkerl, wusste ich doch, dass du mit denen unter einem Dach steckst. Ich habe keine Ahnung, wieso du drauf gekommen bist, aber ich gehöre garantiert nicht zu denen. Das könnte sich aber noch ändern. Schnauze! Ich lass mich von dir nicht mehr einschüchtern. Egal wie stark du bist, niemand ist unbesiegbar.
Das sind wahre Worte. Also, lass uns anfangen im nächsten Video. Bis gleich. Und so, jo. Der Abschluss meiner Videos fuckt irgendwie zurzeit so richtig. Bis gleich im nächsten Video. Und tschüss.